Hallo meine YouTube-Fans. Heute geht es mal wieder nicht um die Kaninchen. Heute, wie ihr sehen könnt, neben mir, geht es um eine weitere Drohnenfilmaufnahme. Ich habe mir dazu eine besondere Location einfallen lassen. Ihr werdet es gleich sehen, ich befinde mich in der Nähe von Leipzig. Hier gibt es sehr viele Seen. Die Seen, die es gibt, die werden immer, wenn ein Tagebaurestloch fertig ist, also wenn die Kohle rausgeholt ist, werden die Seen daraus gemacht. Hier weiß ich nicht, ob das auch passiert, aber wie das aussieht, bevor es zu einem See wird, werdet ihr heute sehen, denn ich befinde mich an einem Tagebaurestloch der Firma Miprag. Das ist die Firma, die halt diese Kohle abbaut, und dieses Restloch befindet sich in der Nähe von Profen. Das Besondere heute bei der Aufnahme ist, dass ich diesmal professionell ausgestattet bin. Ich kann live sehen, was die Kamera am Kopter sieht. Wie ihr jetzt schon sehen könnt, könnt ihr meine Freundin auch sehen. Das ist das, was ich auf meinem Display erkennen kann. Demzufolge könnt ihr heute live sehen, wie diese Drohne startet. Einmal durch die Kamera an der Drohne und einmal durch die Kamera, die meine Freundin hält. Das Starten ist wirklich sehr einfach. Man muss lediglich am Tablet einen Hebel bedienen. Und schon seht ihr, was die Drohne sieht auf meinem Display. So, und jetzt seht ihr, was hier auf diesem Aussichtspunkt zu sehen ist. Also ich befinde mich an einem Aussichtspunkt, wo viele Leute halt gucken können. Die freuen sich, die winken. Heute ist zwar nicht, sind nicht die besten Sichtverhältnisse, aber ihr könnt trotzdem erahnen, wie das hier so aussieht. So, ich befinde mich jetzt momentan 30 Meter über dem Punkt, an dem mein Aufnahmegerät den Geist aufgegeben hat. Schade eigentlich, denn ich hatte viele Details erklärt, wie das mit dem Filmen mit der Drohne so funktioniert. Jetzt muss ich improvisieren, indem ich eine Nachvertonung vornehme. Gut, ich kann mich noch grob erinnern, was ich gesagt habe. Ich versuche es einigermaßen wiederzugeben. In der Ferne seht ihr ein großes technisches Gerät. Sieht ziemlich klein aus, aber es ist wirklich riesengroß. Das ist etwas, was sich Absetzer nennt. Ein Absetzer ist das Gegenteil von einem Bagger. Also da wird nicht die Erde weggeschaufelt, sondern da wird die Erde hingeschüttelt. Ganz links seht ihr, wie die Erde darunter purzelt, um da den Abraum, der irgendwo abgetragen wird, an einer anderen Stelle wieder hinzuschütten. Ja, hier sieht man auch erstmal, wie groß das überhaupt ist, dieses Loch, weil die Maschine ist auch riesengroß und sie wirkt richtig klein an dieser Stelle, wo sie hier steht. Hier konnte ich, glaube ich, meine Drohne schon gar nicht mehr erkennen. Ich wusste nicht mehr, wo ich mich jetzt befinde oder wo die Drohne sich befindet. Die war am Himmel nicht mehr zu sehen. Ihr könnt jetzt gleich den Punkt sehen, wo ich gestartet bin. Ja, ich glaube, hier vermisse ich meine Drohne optisch, weil ich habe immer aufs Display geschaut und nicht mehr geguckt, wo die Drohne geflogen ist. Und jetzt irgendwie mittig im Bild, ganz hinten am Horizont, da stehe ich. Die Höhe ist jetzt ungefähr, glaube ich, 130, 140 Meter gewesen. Und ich fliege jetzt noch etwas höher. Jetzt auf ca. 300 Meter Höhe, und selbst diese Höhe reicht nicht aus, um dieses Tagebauloch komplett auf den Bildschirm zu bekommen. Soweit ich weiß, ist dieser Tagebau nicht ganz so lohnend wert gewesen. Man hat wirklich relativ wenig Kohle gefunden und dafür einen enormen Flurschaden verursacht. Dafür bin ich eigentlich nicht zu haben. Die Umwelt wurde zerstört. Man kann nur hoffen, dass die irgendwann die Umwelt wieder regenerieren, dass es wieder ein See wird oder irgendwas Schönes gemacht wird. So, jetzt wird die Drohne automatisch zurückfliegen, denn bei über 300 Meter Höhe und 400 Meter Entfernung kann man das Teil wirklich nicht mehr sehen. Ich habe hier die Coming Home Funktion gedrückt, dass die Drohne halt automatisch da zurückfliegt, wo sie gestartet ist. Ihr seht jetzt im Hintergrund ein weiteres Tagebaugebiet. Da hat man, glaube ich, auch
relativ vergeblich nach Kohle gesucht. Es ist nicht ganz so groß wie das, was ihr jetzt gesehen habt. Ja. So, und das ist der Punkt, wo die Drohne sagt Landing und man sieht sie genau über sich. Die Leute sind alle gespannt, wo die Drohne denn ist. Die haben mich schon gefragt, wie kannst du überhaupt wissen, wo die Drohne jetzt fliegt? Die wussten nicht so richtig, wie das funktioniert mit dieser Live-Übertragung. Und da unten, da auf dieser Plattform, da stehe ich. Ja, da das ein Weilchen dauert mit der Landung, dachte ich mir, ich schwenke einfach noch einmal kurz über die Landschaft. In der Ferne ist das Kraftwerk Böhlen zu sehen. Das ist das Tagebauloch, was ich euch zeigen wollte. Jetzt bin ich noch auf ca. 100 Meter Höhe. Und siehe da, die Drohne ist zu sehen. Und sie sieht uns auch. Und nicht nur uns. Und wie sie sich freuen, ne? Selbst dran schuld, wenn die jetzt um die Zeit da stehen müssen. Jetzt sind sie mit auf dem Video. Ich weiß nicht, wer es ist. Aber meine Erfahrung ist, dass ich halt immer rege Interesse mit dieser Drohne wecke, wenn ich irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs bin. Ist ja auch verständlich. So, jetzt noch einmal ein kurzer Highspeed-Rundschwenk. Mir fällt auf, dass halt die Bildaufnahmen dann im Voll-Speed-Modus etwas verwackelt sind. Aber das ist auch nicht so weiter schlimm. Und wieder zurück Richtung Landebasis, diesmal im Tiefflug. Ca. 30 Meter Höhe. Mit Vollgas 20 Meter pro Sekunde schnell. So sieht das Ganze aus. Spektakulär. Ich bin jedes Mal völlig begeistert. Und nicht nur ich. Die Flugzeit beträgt übrigens knapp 25 Minuten. Hier war ich keine 15 Minuten unterwegs. Der Akku hat, glaube ich, zu dieser Zeit noch 60% Kapazität angezeigt. Nochmal ein kurzes Abschiedswinken. Der kleine Bub da war ja auch völlig begeistert. Hat er noch nicht gesehen und sowas. Ja, und das soll es auch schon wieder gewesen sein mit meiner kleinen Drohnenrundflug-Vorführung. Thema Tagebauloch oder Restlochproben. Jetzt werde ich hier noch zur Landung ansetzen. Dazu richte ich immer die Drohne möglichst in Flugrichtung nach vorn aus. Das Landen geht auch automatisch, wenn man will, aber ich mache es immer manuell. Da gehe ich auf Nummer sicher. Okay, das soll es gewesen sein. Meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt Jörg.